Das erste Update des Jahres 2020 kommt mit interaktiven Alltagsgeräuschen, besserem Dateiformat und einigem zum Thema Illustrationen. Und nicht nur das. Eine große Neuerung ist unser neues Dateiformat. Es ermöglicht größere Arbeitshefte und macht das Arbeiten mit großen Dateien deutlich schneller. Dafür haben wir das Dateiformat umgestellt. Keine Sorge, du musst nichts Besonderes beachten, der Wechsel klappt automatisch. Die neue Dateiendung ist WSC-Doc, was für Worksheet Crafter Document steht. Deine alten Arbeitsblattdokumente kannst du weiterhin öffnen. Beim erneuten Speichern werden sie dann automatisch zu einem Worksheet Crafter Doc. Die Vorteile des neuen Formats sind: Das Öffnen und Abspeichern besonders von großen Arbeitsblättern und Heften geht nun wesentlich schneller. Du wirst es spüren. Und große Arbeitshefte benötigen weniger Speicher. Das bedeutet, dass der Worksheet Crafter besser mit großen Arbeitsheften zurechtkommt. Viele haben es vermisst. Jetzt ist das Grafikfeld wieder da. Wir haben eure Wünsche gehört. Farbvarianten. Ab sofort kannst du die Farbvariante für alle Bilder in einem Arbeitsblatt gleichzeitig wechseln. Du brauchst die Bilder nicht einmal markieren. Im Menü Bearbeiten klickst du auf Farbvariante für alle Bilder im Arbeitsblatt wechseln und bestätigst mit Übernehmen. Das funktioniert auch mit dem Schüttelwort, dem Malifant und dem Selbstkontrollefeld. Du möchtest die Farbvariante nur für einzelne Bilder ändern? Auch das geht direkt über die Bildeigenschaften. Das Wechseln ist für fast alle Bilder aus dem Worksheet Crafter und unseren Materialpaketen möglich. Falls die nötigen Daten fehlen, weist sich der Worksheet Crafter beim Öffnen des Arbeitsblattes darauf hin. Mit ein paar Klicks kannst du die relevanten Materialpakete nachinstallieren. Vielleicht nutzt auch du die Symbolsammlung Metacom. Damit du die Symbole einfacher benutzen kannst, erkennt der Worksheet Crafter eine Metacom 8 Installation automatisch. Er bietet dir die Bilder dann in der Materialsuche an. Die Integration ist bisher noch recht schlicht umgesetzt. Eigene Bildersammlungen in Metacom werden noch nicht erfasst. Der Worksheet Crafter unterstützt auch noch nicht alle in Metacom hinterlegten Stichworte. Und bitte behalte im Kopf, dass die Metacom-Bilder nicht in der Tauschbörse genutzt werden dürfen. Uns würde sehr interessieren, wie du die Einbindung findest. Sollen wir das weiter ausbauen? Schreib uns in den Kommentaren oder melde dich gerne über unsere weiteren Kanäle. QR-Code. Ab diesem Update kannst du jetzt auch einen QR-Code in deine Arbeitsblätter einfügen. Damit kannst du auf Quellen im Internet, Eulenpostlinks oder interaktive Arbeitsblätter verweisen. Einfach mit dem Smartphone oder Tablet scannen und loslegen. Auch für Hausaufgaben ist das eine tolle Sache. Parallel mit diesem Update veröffentlichen wir unser erstes Materialpaket mit über 80 Geräuschen, Stimmen und Soundeffekten. Genau, der Worksheet Crafter unterstützt nun Sounds. Damit hast du nämlich jede Menge neue Optionen bei der Gestaltung von interaktiven Arbeitsblättern. Wie funktioniert das? Lade dir zunächst das Update vom Worksheet Crafter herunter, suche in der Materialbörse nach Alltagsgeräusche und installiere das Paket. In der Materialsuche findest du ab dieser Version neben den Illustrationen und Texten eine neue Ansicht für Sounds. Auch nach Sounds kannst du gezielt suchen und mit einem Doppelklick spielst du sie ab. Wenn die Soundansicht aktiv ist, kannst du den ausgewählten Ton auch über die Abspielleiste steuern, direkt in den Fortschrittsbalken klicken oder in Dauerschleife laufen lassen. Die Wellenform gibt einen Überblick über die Länge und den Verlauf des Sounds. Die Balken geben Aufschluss über die Geräuschintensität zum jeweiligen Zeitpunkt. Durch das Umschalten der Ansicht kannst du die Wellenform auch ganz ausblenden und so viel mehr Sounds gleichzeitig in der Liste sehen. Und wie erstellst du jetzt ein interaktives Arbeitsblatt mit Sounds? In ein normales Arbeitsblatt kannst du keine Sounds einfügen. Stelle also zunächst dein Arbeitsblatt über Datei, Seite einrichten auf Interaktivität auf Tablet um. Füge eine Überschrift oder Arbeitsanweisung ein. Jetzt ziehst du deine Sounds einfach rüber. Die Abspielleiste kannst du auf dem Arbeitsblatt für jeden Sound wieder einblenden, indem du auf den gelben Rahmen klickst. Bedenke, dass Sound- und Sprachausgabefelder auf dem fertigen Arbeitsblatt unsichtbar sind. Um deinen Kindern zu zeigen, wo sie tippen müssen, platziere zum Beispiel ein Bild in den Bereich. Fehlen noch die Lösungsfelder mit den richtigen Antworten.
Zusätzliche falsche Lösungen fügst du wie gewohnt in die Eigenschaften des Lösungsfeldes hinzu. Wenn dein Arbeitsblatt dann fertig ist, schickst du es an dein Tablet. Über Datei an Tablet schicken. Titel festlegen und hochladen. Die kostenlose App Worksheet Go öffnen, Code eingeben oder QR-Code scannen. Einmal antippen und schon kannst du über das Symbol mit dem Pfeil nach oben das Arbeitsblatt an die Tablets deiner Kinder verteilen. Viele weitere Neuerungen und Materialpakete erwarten dich im ersten Update des Jahres 2020, die wir dir in der Versionshistorie beschreiben. Wir hoffen, wir konnten dir die Neuerungen gut erklären und sind bei Fragen natürlich gerne für dich da.